Was geht? Bro. Hallöchen meine lieben Freunde, ich bin's mal der Michael von MiningTube und willkommen zu der 5. Folge von Michi spielt Minecraft. Ja, Leute, ich bin's hier wieder frisch am Start, hier um 10 Uhr in Deutschland. Um 9:30 habe ich heute mal kein Knoppers gegessen, aber ist ja jetzt auch wurscht. Ist schon zu spät, gibt's morgen wieder. Und ja. Nee, heute hätte ich eh keinen Knoppers essen können, weil heute ja Karfreitag ist. Darf man ja nichts essen, ne? Nix Süßes, kein Fleisch und so. Ist echt streng. Aber ist so. Und heute kommt ja auch Architektur noch nachher. Also nachdem ich das hier aufgenommen habe. Und ich schaue das eh erst am Samstag. Also. Ja. Brauche ich gar nicht mehr weiter labern. So. Also. Ja, ich habe hier die Hühnerfarm und ich habe hier noch einen Trichter gemacht. Das heißt, wenn ein Huhn ein Ei legt, fliegt es auf den Trichter drauf und somit in den Trichter. Also der Trichter sammelt es dann auf. Ich kann es mal kurz mit dem Steak demonstrieren. Wir haben übrigens noch ein Chicken rein. Ich habe da vorhin ein Ei reingeworfen und dann, ja, kam ein Chicken raus, ein kleines Huhn. Ne? Ja, und das kann man eigentlich auch noch automatisieren, indem man den Hopper mit einem weiteren Hopper verbindet und so weiter. Und dann geht es halt jetzt zum Beispiel bis zu dem Block hier oder so. Und das ist dann der Spender. Und der schießt dann die Eier wieder raus und so weiter. Ah, bis jetzt geht's auch schon. Auch so. Dass immer, wenn da ein neues Ei drin ist, dass er das dann schießt. Das wäre richtig geil. Ich bin echt schon stolz auf meine Welt, wie man das jetzt alles bauen kann und so in Minecraft 1.5 voll automatisieren und so. Brauche ich gar nicht mal hier auf K stehen. Ja, das ist richtig geil. Hier sind wir noch unsere Verzauberungsecke. Und falls euch wundert, warum ich nicht mehr Level 20 bin, ich bin gestorben. Wo ich gestorben? Ja, genau. Ah, Tollpatsch. Ich bin ein Tollpatsch. Ich bin quasi blind hier hochgelaufen. Oder ein bisschen besoffen, kann man sagen. Und dann bin ich hier so. Oder? Wo bin ich runtergestürzt? Hier bin ich, glaube ich, runtergestürzt. Ja, so. Und ich hatte nur drei Herzen oder so. Ja, das war richtig scheiße. Dann habe ich nämlich 20 Level verloren, aber bekomme schon wieder hin mit den ganzen Herzen und so. Naja, also was ich hier vorhatte mit dieser Farm, also noch ein bisschen größer machen. Und zwar wollte ich ein ganzes Viereck machen. Also das hier nochmal so ein Tor ist, dann geht es hier nochmal weiter. Hier ist dann nochmal so ein 8x8 Raum und hier gibt es dann zum Beispiel Kürbisse und Melonen. Und wenn man dann hier noch weitergeht, gibt es dann hier Kakteen und Kakaobohnen, ja. Das wäre auch richtig geil, oder? Also hier drüben quasi nochmal das gleiche wie da. Nur ein bisschen anders aufgebaut, weil Kakaobohnen braucht man ja. Ja, Dschungelholzstämme. Jetzt muss ich dann noch überlegen, wie ich das dann aufbauen würde, aber es würde gehen. Dann, was noch reingekommen ist als Kommentar bei der 4. Folge, ist. Und ich muss euch mal danken für die schnellen Kommentare. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? YouTube Service. Oh, private Nachricht von MeinPowerHD. Danke für die Nachricht. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber schon mal lange im Voraus. Und vorhin, vor 10 Minuten, ich lüge hier nicht, schon wieder ein Ei, habe ich wieder einen neuen Abonnenten bekommen. Ihr geht ab wie Schnitzel oder wie, wie sagt man mit Dagoberts Katze oder sowas, irgendso. Habe ich ja schon gesagt mit dem Automatisieren. Aber vor einer Woche hatte ich 146 Abonnenten und da, vor einer Woche, hatte ich 109. Also geht es immer so in so 30-Sprüngen weiter. Es ist richtig der Wahnsinn. Wie ihr abgeht. Noch ein Abonnent, dann haben wir von letzter Woche auf diese Woche 30 Abonnenten. Und zwar genau 30 bekommen, ja? Ah, ich bin so stolz, euch zu haben, Mann. Ihr seid die Besten. Also ich wollte euch ja danken für die schnellen Kommentare bei der vierten Folge und bei den ganzen anderen Folgen. Ihr seid wirklich Hammer. Sowas wünsche ich mir, so schnelle Kommentare. Weil dann kann ich gleich mit der nächsten Folge weitermachen und kann auch gleich so ein paar Kommentare erwähnen. Also macht immer so weiter und vielleicht, wenn ich mal ein bisschen berühmter werde, dann kann ich euch auch mal
in einem Video promoten oder so, also Props geben. Also einfach so wie so Channel Spotlight. Also hat eigentlich nichts mit Props zu tun, oder? Weiß nicht. Aber ja, und dann bekommt er auch ein paar Abonnenten. Wäre doch cool, oder? So teilt das Video mit euren Freunden und ja, also diese. What the? Geil. Wenn man auf Zäunen läuft, dann merkt man es gar nicht, wenn man da über Halbstufen läuft. Warte mal kurz, also die Idee mit den Halbstufen muss ich mal kurz erwähnen, also von wem die ist. Gut, also die Idee mit den Halbstufen auf den Stämmen drauf ist von Falke2607. Checkt seinen Kanal aus, der hat geile Videos. Naja, ich lüge. Ich weiß nicht mal, ob er Videos hat. Aber kann ja sein, dass er trotzdem welche hat, ne? Ich bin ja nicht Gott. Ja, ich bräuchte noch ein bisschen mehr. Die Werkbank, wo ist die Werkbank hin? Habe ich die genommen? Ich weiß nicht. Ja, aber es sieht doch geil aus, oder? Also danke an Falke2607 oder 2607. Richtig cool durchdacht. Okay, Leute, ich will noch kurz einen Kanal vorstellen, weil ich gerade die Nachricht von MeinPowerHD gelesen habe. Und er hat gesagt, kannst du mal meinen Kanal vorstellen, weil ich nämlich fast keine Klicks und Abos bekomme für meine geile Arbeit. Und ja, ich stelle mal kurz seinen Kanal vor. Also er macht sehr gute Tutorials, Mod-Reviews und ja, er zockt auch ab und zu mal zum Beispiel Supercraft Bros. Brawl, Minecraft, so Adventure Maps und so. Also checkt mal seinen Kanal aus. Links zu MeinPowerHD und Falke2607 oder 2607 in der Beschreibung. Okay, also ich crafte hier gerade noch ein paar Bücherregale. Und ich habe einen kleinen Trick, falls ihr es noch nicht wusstet. Wenn ich jetzt mal auf Linksklick drauf bleibe, dann sortiert es das automatisch. Also, dass überall gleich viel Papier ist. Ist wirklich sehr praktisch. Ja. Gut, brauchen wir nur Holz. Und ich habe vorhin auch schon geschaut wegen Slime Chunks. Und da gehen wir dann gleich mal hin. Dann zeige ich die euch und ich will da oben die Fläche ganz eben machen. Also über den Slime Chunks. Alles eben. Und dann vielleicht irgendwie bis ganz runter. Weil es sind nämlich drei Slime Chunks nebeneinander. Ja, und das ist fett. Eigentlich wäre es schlau gewesen, wenn ich Slime Chunks genommen hätte, die allein sind. Also wo keine anderen in der Nähe sind, weil sonst spawnen ja auch Slimes. Irgendwelche halt im anderen Schleimchunk, die es halt noch gibt. Also in den anderen. Und dann spawnen dann keine mehr, wo man ausgehöhlt hat. Und da müsste man alles ausleuchten und so. Na, ausleuchten hilft auch nicht. Wenn dann mit Wasser und so zumachen. Also. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das zu wählen, was ich jetzt gewählt habe. Naja, ich schaue dann mal nochmal, wie viele Slimechunks da daneben sind. Aber jetzt hier erstmal Bücherregale. Und es ist auch ein bisschen weg. Also ist jetzt nicht so schlimm, weil kann man ja laufen. Ja. Gut. Fünf Bücherregale nochmal. Wenn wir schon auf Level 23 oder so kommen. Okay, dann packen wir da 19, da 19, da 19. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Wenn ihr schon immer mal einen Hund von unten sehen wolltet, bitteschön. Ich habe hier mal einen kleinen Trick für euch. Wenn ihr Bäume fällt, zum Beispiel so große Tigerbäume, und nicht ganz hochkommt, weil sie so groß sind, dann könnt ihr da eine Leiter platzieren. Auf die Leiter drauf. So. Und dann das hier weghauen und euch so draufstellen. Dann erstmal das obere abholzen und dann langsam nach unten. Nur so ein kleiner Tipp. So Leute, hier mal wieder ein kleiner Report für euch. So ein kleiner Progress-Report, also wie weit ich halt jetzt gerade bin. Und ja, also so sieht's aus. Das hier ist meine Slime-Farm oder hier würde dann halt meine Slime-Farm im Untergrund stehen. Und zwar auf Layer 40 oder 41, irgend sowas. Und ja.
Also ich sehe die Koordinaten. Man sieht auch ganz klar, dass es zwei Chunks sind. Ja, da hinten irgendwo waren meine drei Chunks. Die wollte ich ja nicht nehmen. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, warum. Aber ich glaube, die waren irgendwie zu groß oder so. Also, es waren zu viele. Also drei Chunks. Bisschen zu viel. Und dann wollte ich ja hier die Slime-Chunks machen. Und ja, genau da hinten waren sie auch viel zu viele. Das war der Grund, glaube ich. Viel zu viele aneinander. Und hier waren es dann schon weniger. Aber ja, ist ein bisschen scheiße die Umgebung hier, wenn ich dann mal so eine Glasdecke machen will. Also, wo man dann von hier oben da runter sieht. Und wenn ich das mal mache, dann will ich da nicht den ganzen, also ein ganzes Viereck da mit Glas halt bedecken, sondern vielleicht nur so ein Kreis. Irgendwo so in der Mitte. So ein Kreis aus Glas, das glaube ich sieht dann besser aus, weil so ein ganzes Viereck ist ja dann ungefähr so groß wie das hier, also vom Durchmesser her. Es sieht nicht recht schön aus, wenn es dann alles nur Glas. Glaube ich zumindest. Und deswegen würde ich da nur einen Kreis machen. Und da ist einfach die Umgebung viel besser. Und wenn wir irgendwas bauen hier in dieser Welt, dann wollen wir es ja auch gescheit machen. Und perfekt. Und ja, ich habe jetzt hier mal alles abgeholzt und da habe ich ein bisschen was weggegrast. Kann man das so sagen? Nee. Also weggeschaufelt mit der Schaufel halt. Und ja, ihr seht schon Setzlinge überall. Hier haben wir jetzt auch mal Fichtenholz. Wir brauchen aber noch Dschungelholz. Das ist auch wichtig für. Und Kakaobohnen für die Kakaobohnenfarm. Ja. Die wollen wir ja in der nächsten Folge dann auch mal machen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon anfange oder ob ich jetzt erstmal die Ding mache. Also in den Nether gehe. Weil das Portal steht auch schon bereit. Muss ich nur noch anzünden. Und ich kann euch ja mal kurz zeigen, was hier so los ist. Also wie es gerade ausschaut. Von den Eiern her haben wir erstmal genug, würde ich sagen. Also Hühner glitschen immer wieder durch. Ich weiß auch nicht warum. Oder wie sie das überhaupt machen. Hier haben wir Hühner. Die habe ich dann gleich mal rein. Und ja, da Nummer 1. Die liegen überall. Wahrscheinlich liegt da unten noch eins. Ja, also hier unten haben wir jetzt hier, was ziemlich geil ist. Also, ich wollte ja erst die Farm auf Level 13 bauen, aus irgendeinem Grund. Weil ich dachte, das ist der beste Layer. Das war früher mal der beste Layer. Layer 13 oder so. 12, 13, irgend sowas. Und ja, dann wäre hier, genau hier, der erste Punkt gewesen. Und da ist der Cave Spider Spawner. Und natürlich jetzt, wo ich das auf Layer 14, 40 machen muss, ist es natürlich eigentlich kein Problem, aber ist auch scheiße. Wir hören schon Slimes, wow. Wo ist denn der Slime? Das überrascht mich jetzt aber. Unser erster Slime, wo bist du denn? Hallo, lieber Slime. Guten Morgen. Ja, genau, wir haben die Dinger früher im Layer 13 gebaut. Weil die ja immer nur Layer 13 spawnen konnten. Und hier sind auch schon unsere ersten Slimes. Yeah. Hello, first Slime. Möchtest du ein Wort sagen, bevor du stirbst? Okay. Wow, zwei Schleimbälle. Das heißt ja schon mal Gutes. Irgendwo hier müssen die anderen sein. Oh Mann, oh Mann. Das wäre geile Arbeit, das alles mit Halbstufen oder so auszulegen. Mal wieder zumachen. Ja, also ich fange wahrscheinlich mal an mit dem Aushöhlen der Slime-Farm. Und ja, übrigens, wenn man das hier ausleuchtet, dann können da trotzdem welche spawnen. Und ja, ich zeige dann auch, wenn ich mal den Netheran erforsche. Verdammt nochmal, wo sind denn die Slimes? Naja, ist jetzt wurscht. Wir haben dann eh eine Farm, also. No problem, kann ich dann sagen. Yeah. Also, see ya in a second, würde ich mal sagen. Wo war denn jetzt der Ausgang? Hier, ne? Oh ja, hier war's. Gut. Da geht's mal back to business, würde ich mal sagen. So. Und die Höhlenspinnen-Spawner-Farm wird dann wahrscheinlich auch meine Farm. Können wir mir hier so eine. Also dann kann ich mir hier runtergehen mit dem Pisten-Elevator später mal. Also runter, einfach runterfliegen mit Quick-Drop und hoch mit dem Pisten-Elevator. Und es ist sehr praktisch, wenn das dann hier gleich bei der Basis ist.
Jo, was geht? Alles fit? Bro. Ey. Wir haben noch ausgemacht, keine Schläge. Gewalt ist keine Lösung, Bro. Muss man dich wirklich töten? Mann. Okay, also wir gehen jetzt gleich in den Äther zum ersten Mal. Und erleuchten auch zum ersten Mal das Tor. Quasi. Ja, machen wir noch schnell ein Schwert. Und ja, also das mit der Slime Farm. Die muss ich erst noch im Untergrund suchen und dann noch aushöhlen. Mache ich wahrscheinlich dann von der Episode bis zur nächsten. Also off-camera wahrscheinlich. Weil euch das eh nicht interessiert. Ja, also ich mache jetzt erstmal noch schnell ein Backup, weil das ist schon wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Ein kleiner Sprung für mich, aber ein großer Sprung für meine Welt. Ja, also bis gleich. Gut, hier sind wir wieder und jetzt gehen wir in den Nether. Errungenschaft erzielt. So, da haben wir schon das erste Nether-Quartz. Gut. Gut. Ja. Okay. So, da ist Lava, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Und da ist schon Nether-Quartz. Ja, perfekt. Was will man mehr? Naja, eine Burg wäre jetzt noch schön, aber. Mal sehen, ob hier irgendwo eine Burg ist. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber wir werden sehen. Ja, da haben wir ja noch viel mehr. Ja, das sollte erstmal reichen. Oder nicht reichen. Man braucht immer sehr, sehr viel Nelquarz. Ja, da kann man nie sagen, dass es reicht. Für die ganzen Blöcke da, für Quarz, Chisels und Pillar. Das sind schon ganz viele Blöcke, die man da braucht. Also braucht man auch sehr viele Erze. Gut, also ich tue hier mal ein bisschen Netherquarz abbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja, dann können wir auch noch was verzaubern. Am Schluss der Episode, weil von dem Netherquarz bekommt man wirklich viel XP. Also freu dich mal drauf. Ist wie so eine kleine XP-Farm irgendwie. Okay, Leute, mit fast 3 Stacks Nether Quartz. Von Level 10 auf Level 30, also 20 Level. Mit 3 Stacks Nether Quartz. Also, das ist schon wirklich Bombe, Alter. Mit diesen Nether Quartz, da bekommt man so viel XP. Und wisst ihr was? Mich interessiert jetzt mal, von welchen Erz bekommt man am meisten XP? Also, ich mache da mal einen Test in meiner Kreativwelt und nehmt euch da mal mit. So, hier sind wir jetzt auch schon in unserer Testwelt. Ich habe jetzt von jedem Erz, von dem man XP bekommt, 10 Stück hin platziert. Und ja, ist es einmal Kohle, Lapis, Redstone, Diamanten, Smaragde und Nederquarz. Naja, eigentlich denkt man ja, dass Diamanten, Smaragd und Nederquarz, whoopsie, sorry, das Beste ist. Und dann würde ich mal behaupten, Redstone, Lapis und Kohle, aber wir werden sehen. Also wir bauen die jetzt mal ab und nach jeder Reihe springen wir dann in das Loch hier rein. Und man bekommt halt immer, es ist schon klar, dass man immer andere Zahlen von XP bekommt. Von manchen Blöcken bekommt man auch gar keinen XP, also von Lapis zum Beispiel, manchmal bekommt man da gar keins. Gibt's ja auch, aber ja, wir testen jetzt hier so. So durchschnittlich, also so circa, was halt so der Beste ist und mit wie viel Abstand. So, also wir sehen, wir haben noch drei Striche, drei Striche, drei Viertel, die uns noch fehlen zum vollen Level. Schauen wir mal, wie es bei Lapis ist. So, da sind wir jetzt schon Level 2 und haben zwei Striche. Dann geht's ab zum Redstone. Da sind wir jetzt Level 1 und uns fehlen noch 7,5 Striche. So, dann geht's zu den Diamanten. Ja. So, dann hier Smaragd. Oh, ganz gut. Zwei Striche fehlen noch.
Und dann zu guter Letzt noch den Nether-Quartz. Schauen wir mal, wie die Wahrheit aussieht. Ich habe wieder vergessen, was die... wie viel mehr Kohle jetzt gegeben hat und so. Ich glaube, Diamanten waren das Beste, dann Nether-Quartz, dann... Smaragd. Dann Redstone, Lapis und Kohle. Schätze ich jetzt mal. Ich habe schon wieder alles vergessen, sorry. Naja, wir sehen uns in unserer Welt wieder. Yes! There we go, bitches! Okay, 3, 2, 1. Effizienz 3. Ja, toll, Alter. Für sowas mache ich mir so viel Arbeit. Oder für sowas nehme ich mir so viel Zeit. Für Effizienz 3. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, naja. Hätte schlechter sein können. Gut, also, was wollte ich denn noch machen? Weiß gar nicht. Ich glaube, das war alles. Ich muss mal checken, wie lange die Folge schon dauert. Also, ich sage euch eins, das hier ist der sicherste Ort zum AFK sein. Weil hier kann kein Skelett durchschießen, weil wenn es durchschießt, dann fliegt der Pfeil in den Nether. Und wenn ein Creeper, ein Zombie, ein Skelett oder irgendwas anderes durchläuft, dann auch keine Chance, weil es auch gleich im Nether ist. Weil dann müsste es vom Nether wieder raus. Also vom Nether wieder ins Portal und dann halt hier wieder rein. Aber ich glaube, wenn ich hier bin, bewegt sich gar nichts im Nether. Also ist das nicht möglich. Ja. Und jetzt ist gleich vorbei die Episode. Aber ich möchte euch noch kurz was zeigen. Also ich habe da noch ein Bücherregal gecraftet und... ja, werfen wir schnell noch die Eier rein. In die Farm. So, ich will die Folge noch hochbringen. Es ist schon sehr spät heute. Aber ich hoffe, ich schaff's noch. Also. Gut, wir gehen mal nochmal schnell hoch zur Farm. Und in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht ganz sicher, was wir machen, aber. Ja, wahrscheinlich bis zur nächsten Folge mache ich dann das mit der Slime Farm und. Ja, wahrscheinlich nehme ich auch ein bisschen was auf, so während ich das aushöhle und so. Mach vielleicht ein bisschen so vorgespult und so. Und da ein bisschen Musik rein. Das werde ich wahrscheinlich machen. Und ja, ansonsten möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Ich mache das so oft, aber ich kann es aber nicht oft genug sagen. Danke, Leute, für 180 Abonnenten momentan. Ihr geht richtig ab, wie Schnitzel heute schon wieder 3 oder 4 bekommen. Das ist da Wahnsinn. Ich glaube, 4 waren es sogar. Ja, ihr seid echt. Ihr seid Bombe. Macht weiter so. Ich bin so stolz auf euch. Und ja, also... das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. War jetzt einmal nicht so lang, aber macht ja auch nichts. Dafür die nächste vielleicht wieder länger da. Länger, meine ich. Ja, schreibt mir ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ich alles bauen soll oder bauen kann oder pimpen soll. Zum Beispiel das hier mit diesen Halbstufen. Das muss ich noch überall machen hier. Auch bei dem. Also danke nochmal an Falke 2607 und ja. Also danke fürs Zuschauen, Leute. Hier ist der FF von heute. So. Haut rein. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. See you later, Alligators.